Wollen wir uns verarschen? Wollen wir uns verarschen? Wollen wir uns verarschen? Ich glaub's nicht, Leute. Ich höre eben Nachrichten, bin mal wieder im Auto. Hör SWR3, Hans-Wurst-Sender. Und da kommt in den Nachrichten tatsächlich, ob ihr es glaubt oder nicht, sagen die dort, die Ursache für die Flüchtlinge ist der syrische Präsident Assad und die ISIS. Das ist die Ursache für die Flüchtlingswelle. Wollt ihr uns verarschen, verdammt nochmal? Niemand sagt in unseren gottverdammten Lügenmedien, in unserer verlogenen Mainstream-Scheiß-Staatshörigkeits-Kackpresse, sagt niemand, dass Amerika die Ursache allen Übels ist. Die amerikanische Außenpolitik. Niemand sagt das. Alle schweigen. Assad und ISIS. Wer ist die Ursache für das Chaos in dieser ganzen Region? Die Amerikaner haben die ISIS unterstützt, um gegen Assad zu kämpfen. Genau wie sie die Taliban unterstützt, um gegen die Russen zu kämpfen. Genauso wie sie die Nazis unterstützt haben, um denen die Kommunisten damals zu kämpfen. Gegen Russland, gegen die Sowjetunion. Die Amerikaner unterstützen lieber den Teufel, um ihre Ziele durchzusetzen. Und wenn der Teufel sich verselbstständigt, wie die Nazis, wie die Taliban und wie jetzt die ISIS, dann wird wieder nicht gesagt, dass sie es waren. Verdammte Scheiße. Und in unseren Kackmedien soll das Volk glauben, Assad und die ISIS ist schuld. Aber wie entstand die ISIS? Immer nur werden die Symptome dann am Ende bekämpft, aber nie die Ursachen genannt. Ich könnte ausrasten. Wollt ihr uns verarschen? Ja, sie verarschen uns. Und ich freue mich auf den Videodreh. Jetzt am kommenden Samstag. Ich werde dreimal so hochspringen, weil meine Wut über diese unverschämten Lügen in unseren Massenmedien mich ankotzt. Es ist eine Unverschämtheit gegenüber allen Menschen. Erst werden die Ursachen geschaffen für ein Flüchtlingschaos und dann werden die Ursachen nicht genannt. Verdammte Scheiße. Und auf Kosten dieser Ärmsten, der Armen, der Flüchtlinge sowieso, wird dort eine ganze Region niedergebombt und scheißegal gesagt, was danach ist. Hauptsache, man hat die Ölquellen und die Rohstoffe. Es kotzt mich an und ich spucke vor Wut, weil ich die Scheiße eben wieder höre im Radio. Lass das gottverdammte Radio aus. Ich höre es ja nur, um zu wissen, mit welchen Schlangenzungen hier geredet wird und das Volk verblödet und verdummt wird. Verdammt. Scheiß GEZ-Kackpresse, ich krieg's kotzen. Die Stimme des Zorns, Cerebellum. Peace.